Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Randomizer. Ich habe diesmal alles gerandomized quasi, was man so normalerweise randomisen kann. Also Feen, Skulltulas, Dungeon-Eingänge. Wir haben kein Schwert, kein Schild. Ich habe nämlich gestern einmal reingestartet, um zu gucken, ob es geklappt hat. Wir haben Song of Time bekommen. Könnte sein, dass das halt automatisch so ist. Ja, wir haben also Song of Time. Wir haben aber keine Ocarina. Wir haben gar nicht. So, wir haben auch Chaos gerandomized. Ich habe ganz paar Sachen eingestellt, die ich so als, ja, Tricks kann. Lass mal loslegen. Wir haben viel vor. Oh, da ist die Ocarina. Ja, okay. Ja, es ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Oh, und wir haben anscheinend angegeben, dass wir sehen, was in den Truhen ist. Was habe ich eigentlich ausgemacht? Oh, noch eine Fairy. Das ist die Town Fairy gewesen. Let's fucking go. Aha, ich bin so gut. Big Chest hier? Ja, okay. Okay, Garos Maske, let's go. Und dann lass mal gucken, was die Fee für uns hat. Boss Key für Snowhead. Okay, ich brauche mal irgendwas, um irgendwas kaputt zu machen. Okay. Das ist absolut noch nicht notwendig alles. Also lass uns das Geld erstmal für was anderes ausgeben. Hallo, guten Tag, haben Sie... Oh, Sie haben ein Lied. Oh, und Sie haben Geld. Bossa Nova. Die Zora-Maske habe ich gar nicht gesehen. Lol. Das ist heftig. 100 Rubine für 10 kaufen. Die kann ich nicht kaufen, ne? Nee. Nee, immer auf. Easy. Das ist ganz gut. Als Zora hat man eine Waffe. Man könnte ein bisschen Dekostäbe und so holen. Aber ey. Und dann lass mal... Nee, 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 ey. Was soll denn das? Wieso pustet er sich einfach direkt wieder auf? Hat das dich echt in der Kiste versteckt? Ich wusste nicht, dass sie das können. Oha, Ebona Song. Das ist super stark. Das heißt, wir können Kühe abchecken. Bringt uns nur noch nicht so viel, weil wir noch nicht an die Kühe rankommen. Und ich weiß auch nicht, wie Bossa Nova geht aus dem Kopf. Warte mal, links, oben, links, rechts, unten, links, rechts. Ah, aha. Nee, 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 geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ah. Tschüss. Plundering Stone Tower Temple is a foolish choice. What the fuck? Das ist, nice. Weil wir haben, glaube ich, die Boss Remains randomized. Das heißt, im Grunde sind die nicht am Ende der Tempel, sondern eventuell irgendwo auf der Overworld oder so. Na klar. Ja, deswegen ist Stone Tower Temple foolish. So, wo gehst du hin? Das andere Skulltula-Haus. Okay, wir können hier nicht alles machen, aber wir können auf jeden Fall einiges machen, weil wir in Zora sind. Oh, ein Schwert! Let's go! Schwert! 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 Oh, Feenmaske ist auch richtig gut. Oh, Lens of Truth. Oh mein Gott! Let's go. Deko-Maske. Deko-Maske. Jetzt können wir hier mehr machen. Oh, noch ein Lied. Alter, Song of Healing. Wie wir hier durchrennen. Wir haben schon zwei Transformation Masks. Wir haben Epona. Das heißt, wir können die Kana Friedhof auch noch abchecken zur Not. Wir können in die Piratenfestung rein. Treffe ich wieder nicht gut. Oh, das ist sogar... not that bad. Oh, Postman Head. Oh, was zum... Oh mein Gott. Oh, es war big, ey. Da war viel drin. Oh, Grandma. Hello. Oh, noch ein Master Key. Woodfall Master Key. Okay. Cow Beneath the Well gives Romani's Mask. Oh je. Okay, go, Zora Shop. Oh, let's fucking go. Let's go.
Goron-Maske einfach gekauft, einfach geshoppt, Digga. Alle drei Masken nach 49 Minuten. Hero-Schild für 40? Ja, aber let's go. Okay. Abfahrt. Oder geht das nicht mehr? Muss man sich ganz an die Wand stellen? Let's go. Wir sind einfach die Speedrunner hoch 1000. Hallo? Blundering Snowhead Temple is a foolish choice. What the fuck? Das ist der zweite Tempel, der foolish ist? Alter, ist das ein beschissener Weg. Nein! Was liegt da oben drauf? Eine Flasche. Haha, ist auch so geil. Wir haben eine Flasche. Let's go. Ach, die ist am zweiten Tag nicht da. Jetzt kann ich ihren Shop nicht auschecken, oder? Ja, sie ist nicht da. Scheiße, das ist eine Bombentasche. Komm wieder her, du Scheißhexe. Das kann ja nicht angehen. You got nothing. Geil. Jawohl, Bombeck. Jawohl. Let's go. Let's go. Letter to Mama. Ay, Mama. Oh, Bitches. Let's go. Was haben wir hier? Fanghaken. Oho. Let's go. Lichtpfeil einfach. Wie gut, dass sie einfach kurzsichtig sind, ne? Ich komm nicht an der vorbei. Ich komm nicht an der vorbei. Was ist das denn? Oh, Big Chest. Oh, let's go. Sonata of Awakening. Fucking hell yeah. Hey, damit können wir direkt den Tempel holen. So, lieber gechillt. Ja, da gucken wir beim nächsten Mal mal irgendwie so Tricks an, wie das geht. Oder üben mal so Tricks, wie man da besser schneller hochkommen, weil das ist echt, das ist einfach so eine nervige Passage für einen, so einen Check am Ende. Ach, seht ihr? Seht ihr? Es war mega wichtig. Holy shit. Egal. Nehmen wir das mit, gucken wir mal, was es ist. Eine Karte. Great Bay. Yay. Wir kennen uns da sonst nicht aus. Don Geros Chor ist tot. Das ist super. Sag ich doch. Okay. Da, Hymne des Sturms, checkt ist das, okay. Oh, der Bogen einfach. Es ist einfach der Bogen. What the fuck, ey. Weil ich mich in das Grab geklippt habe? Okay, vielleicht hätte man das sogar vorher irgendwie sehen können, dass die Truhe halt Müll ist, aber egal. Man kann sich da irgendwie ranklippen ans Feuer und so, das weiß ich auch. Es geht auch. Oh, eine Red Potion ist nicht Müll für mich. Ja, am Arsch. Red Potion ist kein Müll. Und dann können wir im nächsten Cycle halt gucken, Woodfall können wir gucken, wo es hinführt. Und auch Pirate Fortress noch. Können wir beides noch gucken, wo es hinführt. Also und dann könnte man da potenziell viel machen. Ansonsten, ja, wir bräuchten Magie auf jeden Fall oder halt den Fanghaken. Der wäre auch noch geil. So, Vanilla Woodfall, come on. Vanilla Woodfall, let's fucking go. Du bist ein Song. Welcher Song bist du? Song of Storms. Bringt mir nicht so viel. Nun gut. Guck mal, da ist eine Big Chest. Und hier ist irgendwas drin, was wir brauchen. Im Vielleicht. Oder wir haben den Hinweis noch nicht gefunden, dass es foolish ist. Ah, eine Flasche mit einer Rotation. Hätten wir uns die ganzen Hexenkacke sparen können, Digga. Guck mal, da ist doch. Das ist der Fanghaken. Holy shit. Let's fucking go. Komm zu mir, Fanghaken. Schnell. I need you. Den Hookshot. Let's fucking go. Carface-Maske ist hier auch noch. Oh, was für ein Raum, Alter. Holy shit. Yay. Oh, Big Chest noch. Nochmal eine Big Chest. Come on. Ja, ist auch ein Check. Nehmen wir auch. Ah. Oho. Let's go. Oh mein Gott. Einfach das Mirror-Schild. Jetzt habe ich... Aha. Diese Kack-Nacht, Alter. Oh.
Oh mein Gott, first try. Boss Key Great Bay. Haben wir alle Master Keys jetzt plötzlich oder was? Oh, Lullaby Intro. War das nur die Hälfte? Oh, Pech. Okay, Oma ist noch nicht in Sicht. Da kommt die Oma. Da haben wir wieder perfekt geschafft alles. Und die Hand haben wir auch schon erledigt. Oh, ich bin so gut, Alter. Okay. Gut, dass ich das Bild ja auch voll getroffen habe. Magic! Let's go! Oh, wichtig! Maske der Wahrheit. Wir können Drone Race machen. Oh, Song of Soaring endlich! Wir können es endlich teleportieren, Mann! Oh, das macht so viel entspannter. Money! Oh. Okay. What the fuck, ey. Das war unser crazy Ausflug in das Skulpturhaus, oder was? Ich glaube, wir haben alle, ne? So, wir haben 3 Remains. Wir haben Oath to Order. Wir sind 4 Stunden und 20 Minuten drin, ne? Wir sind richtig gut dabei. Wir brauchen ein Remain noch. Oh, tschüss. Okay, toll. Wo bin ich denn rausgekommen, ey? Habt ihr das ernsthaft nicht gesehen? Lalalala, ich hab nichts gesehen. Nee, Vanessa, die ist einfach umgefallen. Keine Ahnung. Und da soll man einiges mit Eisbeilen hin. Haben wir gemacht. Oh, Big Chest. Nimm das. Pan. Eispfeile. Okay, go. Let's go. Digga, what the fuck? Okay. Ab zum Mond. Wir sind 5 Stunden drin. Aber überlegt mal, das ist der 2. Cycle, ne? Ich habe einmal die Zeit zurückgedreht in dem ganzen Run hier. Und das ist der 2. Cycle und wir beenden hier jetzt einfach. Wie viel Glück hatten wir, Alter? Holy shit. Ich glaube, ich sollte heute einmal Lotto spielen. Okay, let's go, Leute. Die Musik wird jetzt so geil. Ich habe halt keine Lösung so für den so parat. Ich treffe ihn immer mal wieder. What the fuck? Oh nein, geht das ganz von vorne? Geht das von vorne los? Oh Gott. Okay, Zora ist dann nicht der Richtige. Kann ich das reflekten? Ich kann. Okay, warte. Okay, das ist eine neue Erkenntnis. Geht doch. Okay, erste Phase vorbei. Nice. Das war ja fast Speedrun-Technik. Einfach mal verhauen. Letzte Phase, Alter. Alter. Oh mein Gott. Finished! Zelda Randomizer. Nicht mal 6 Stunden. Das war nice. Mein Nachmittag Zelda gespielt war. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat richtig Laune gemacht. Das war ein geiler Run. Jetzt sind wir knapp 6 Stunden live. Und wir sind durch. Wir haben den kompletten Randomizer gemacht. Sagt mir mal, wie ihr es gefunden habt. Lasst natürlich gerne ein Follow hier. Macht's gut. Bis dann.